Seit den Anfängen als Timely Comics im Jahr 1939 hat Marvel unzählige Klassiker geschaffen und auch ein paar Dinge getan, von denen sie wahrscheinlich wünschten, wir hätten sie vergessen. Hier sind ein paar der größten Fehlentscheidungen, die das Comic-Unternehmen und die Blockbuster-Filmmaschine niemals gut machen können, so sehr sie es auch versuchen. Disney machte aus den falschen Gründen Schlagzeilen, als James Gunn abrupt von seinem Job als Drehbuchautor und Regisseur von Guardians of the Galaxy Volume 3 entlassen wurde. Gunn wurde wegen jahrelanger alter Social-Media-Posts gefeuert, die voll von schlechten Versuchen mit schwarzem Humor waren. Für viele enttäuschte Fans war nicht die Tatsache, dass Gunn gefeuert wurde, so empörend. Das Showbusiness ist oft so brutal. Was am meisten störte, war, wie schnell Disney dem Druck nachgegeben hatte. Wie Verteidiger von Gunn argumentiert haben, einschließlich des stimmgewaltigen Guardian-Stars Dave Bautista, tauchten die Posts nur als Teil einer konzentrierten Kampagne von rechtsextremen Hetzern auf, um Gunn feuern zu lassen, insbesondere der rechtsextreme Verschwörungstheoretiker Mike Chernovich. Trotz der Bemühungen der Darsteller, den Regisseur wieder einzustellen, blieb Disney bei der Entscheidung und einige haben ihnen bis heute nicht verziehen. Gunn seinerseits kam wieder auf die Beine und wurde schnell von Warner Brothers geschnappt, um eine Fortsetzung von Suicide Squad zu schreiben und möglicherweise zu leiten. Aber die Entlassung hat dennoch eine der besten Serien des MCU beschädigt und die Fans trauern um das, was hätte sein können. Marvel hatte mit Black Panther einige wichtige Schritte in Richtung einer fairen Repräsentation in Hollywood gemacht. Doch leider hatte das Studio zu lange gebraucht, um die Courage zu finden, dasselbe für die Gleichstellung der Geschlechter zu tun. Der Präsident der Marvel Studios, Kevin Feige, diskutiert schon seit einer gefühlten Ewigkeit über die Möglichkeit eines Black Widow-Films. Auf einer Pressekonferenz zur Unterstützung der Veröffentlichung von Iron Man 2 auf DVD im Jahr 2010 sagte Feige: "Wir haben bereits Gespräche mit Scarlett über die Idee eines Solo-Films geführt und haben begonnen, Konzepte zu erstellen. Doch die Avengers kommen zuerst." Der Black Widow-Film wurde in den folgenden Jahren zugunsten neuer, von Männern geführter Franchises und Sequels auf die lange Bank geschoben. Erst als Warner Brothers und DC mit Wonder Woman 2017 bewiesen, dass Superheldenfilme unter weiblicher Führung funktionieren können, stieg Marvel in die Idee ein und gab Black Widow grünes Licht und schickte auch Captain Marvel ins Rennen. Doch warum hat es so lange gedauert? Feige erzählte der Entertainment Weekly: "Ich denke, es gibt eine Menge Gründe. Nicht zuletzt kämpfte ich viele Jahre lang gegen die irrtümliche Vorstellung an, dass das Publikum keine Heldenfilme mit Frauen in der Hauptrolle sehen wolle, weil es vor 15 Jahren eine Reihe von Filmen gab, die nicht funktioniert haben. Und meine Überzeugung war immer, dass sie nicht funktionierten, nicht weil sie von Frauen getragene Geschichten waren, sie funktionierten nicht, weil sie keine besonders guten Filme waren." Okay, bad, good. Gotta be something in between, right? Maybe it's a little more complicated. Das Marvel Cinematic Universe ist bekannt dafür, eine gut geölte Maschine zu sein, die die ganze Sache mit dem erweiterten Filmuniversum einfach erscheinen lässt, indem sie Jahre im Voraus plant. Das stimmt größtenteils, doch das MCU ist weit davon entfernt, wasserdicht zu sein. Seine Zeitlinie hat einige große Probleme und einige aufmerksame Fans haben sie darauf hingewiesen. Die Fragen begannen, als den Zuschauern auffiel, dass Dialogzeilen und Überschriften in der Sony-Marvel-Kollaboration Spider-Man Homecoming besagten, dass der Film etwa 8 Jahre nach den Ereignissen von The Avengers spiele. Das schien nicht zu stimmen und Avengers Co-Regisseur Joe Russo bestätigte, dass es sich tatsächlich um einen Fehler handelte. Marvel veröffentlichte eine offizielle Zeitlinie des MCU in dem Buch Marvel Studios The First 10 Years Sourcebook. Die neue, korrigierte Zeitlinie bestätigte, dass The Avengers im Jahr 2012 stattfand und platzierte Homecoming im Jahr 2016. Leider warf die neue Zeitlinie mehr Fragen auf, als sie beantwortete. When manipulating the space-time continuum, you were breaking it. Der Dialog in Infinity War besagt, dass der dritte Avengers-Film 2 Jahre nach Captain America Civil War stattfindet, doch die Zeitlinie platziert sie nur 1 Jahr auseinander. Screen Rant-Autor Thomas Bacon weist darauf hin, dass die verwirrendste Wahl das neue Zeitfenster von Black Panther ist. Die neue offizielle Zeitlinie platziert Civil War im Jahr 2016 und Black Panther im Jahr 2017. Doch der wakandanische König T'Chaka stirbt in Civil War und sein Sohn T'Challa wird am Anfang von Black Panther zum König ernannt. Es sei denn, die finale Schlacht zwischen Cap und Iron Man fand um Silvester herum statt, dann sagt die neue Zeitlinie, dass Black Panther Wakanda etwa 1 Jahr lang ohne König belassen hatte und das klingt nach etwas, das er tun würde. So sehr man es auch versucht, Marvel findet einfach keinen Weg, die Zeitlinie zu korrigieren. Now, there's no time at all.
Als Kevin Feige ankündigte, dass die Besetzung von Black Panther zu 90% aus Afrikanern oder Afroamerikanern bestehen würde, machte er deutlich, dass Marvel-Filme in Zukunft auf Vielfalt setzen würden. Eine Zeit lang sah es so aus, als ob Marvel Comics den gleichen Weg einschlagen würde. Aber in einem Interview 2017 schien sich der Senior Vice President of Sales David Gabriel über die neue Betonung der Vielfalt durch das Unternehmen zu beschweren. Laut Gabriel deuteten die Verkaufszahlen darauf hin, dass die Vielfalt nicht das war, was die Marvel-Fans wirklich wollten. Der Senior Vice President sagte gegenüber ICV2, was wir gehört haben, war, dass die Leute nicht mehr Vielfalt wollten. Sie wollten keine weiblichen Charaktere. Wir sahen, dass die Verkäufe jedes Charakters, der vielfältig war, jedes Charakters, der neu war, unsere weiblichen Charaktere, alles, was kein Kerncharakter von Marvel war, dass die Leute ihre Nase dagegen rümpften. Natürlich führte das Interview zu einer Gegenreaktion und Gabriel war gezwungen, ein Statement zu veröffentlichen, indem er seine Kommentare klarstellte. Er behauptete, dass die Marvel-Bosse stolz und aufgeregt über die neue Reihe von verschiedenen Charakteren seien, aber nicht genug getan hätten, um sie zu fördern. Im Jahr 2017 machte ein Marvel-Comic weltweit Schlagzeilen, aus den falschen Gründen. Das Unternehmen führte seine X-Men-Reihe im April desselben Jahres neu ein. Aber was eine Zeit des Feierns hätte sein sollen, endete schnell in einer Kontroverse dank Adian Saif, einem muslimischen Künstler, der politische und religiöse Referenzen in X-Men Gold Nummer 1 versteckte. Zusätzlich zu einem Verweis auf das Datum eines Protests, der in der indonesischen Hauptstadt Jakarta stattfand, zeichnete Saif die X-Men-Anführerin Kitty Pryde, eine jüdische Superheldin, vor einem Juweliergeschäft. Während das gesamte Schild lesbar ist, wiesen Fans darauf hin, dass die ersten drei Buchstaben besonders auffällig sind. Er zeichnete auch den Fanliebling Colossus in einem T-Shirt mit der Aufschrift QS551 quer über die Brust, ein Verweis auf einen antisemitischen und antichristlichen Vers aus dem Koran. Es ist leicht zu verstehen, warum die Leser über die Botschaft verärgert waren, mit der Saif heimlich hausieren ging. Eine Botschaft, die den integrativen Themen der X-Men zuwiderläuft. Nachdem Saif vorhersehbar gefeuert wurde, veröffentlichte Marvel eine Erklärung, die lautete: Diese angedeuteten Anspielungen spiegeln nicht die Ansichten des Autors, der Redakteure oder sonst jemandem bei Marvel wider und stehen in direktem Gegensatz zur Inklusivität von Marvel Comics und dem, wofür die X-Men seit ihrer Gründung stehen. The pros are here. We're the X-Men, dated metaphor for racism in the 60s. So, respect. Marvel begann einen großen öffentlichen Streit mit den Fans mit dem Captain America Steve Rogers Nummer 1 von 2016. Am Ende der brisanten Ausgabe wurde enthüllt, dass sich Marvel Star Avenger der dunklen Seite zugewandt hatte, indem Steve Rogers sich als Hydra-Agent entpuppte. Die Tatsache, dass Hydra im Grunde ein Ableger der Nazis ist, schien für Marvel keine Rolle zu spielen, doch für die Fans schon. Petitionen wurden gestartet und Hashtags wie Say No to Hydra Cap und sogar Boycott Marvel erschienen in den sozialen Medien. Marvel forderte die Fans immer wieder auf, durchzuhalten, und am Ende wurde Hydra Cap besiegt. Aber war es das wert? Whatever he used to be, the guy he is now, I don't think he's the kind you save, he's the kind you stop. Viele Leser hatten das Gefühl, dass es das nicht wert war. Und Polygon gab diesen Fans eine Stimme, indem es während seiner Untersuchung von Secret Empire schrieb: Es ist unverantwortlich, mit potenziell brisanten und beleidigenden Bildern zu spielen, nur weil am Ende alles gut wird. Die Rocklegenden Alice Cooper und Kiss hatten bereits in den 70er Jahren in Comics mitgespielt. Mitte der 90er Jahre, als Comics wieder ein großes Geschäft waren, beschloss das Unternehmen die Idee, Musiker einzuarbeiten und wieder aufleben zu lassen. In einem ausführlichen Artikel für Spin schrieb David Grossman: Das Marvel Music Label zielt nicht nur darauf ab, das vergessene Rock-Comic-Genre wiederzubeleben, sondern es auf neue Höhen zu heben, sowohl künstlerisch als auch kommerziell. Am Ende diente Marvel Music vor allem als Vehikel für die Oberen eines neureichen Unternehmens, um mit Rockstars abzuhängen. Comics mit Billy Ray Cyrus, Onyx, den Rolling Stones und sogar Bob Marley wurden in aller Eile zusammengestellt, aber Marvel konnte einfach nicht herausfinden, wie man sie vermarkten sollte. Sehr zum Missfallen von Marvel Music-Chef Mort Todd. Todd, der von der Zeitschrift Cracked rekrutiert wurde, um Marvels rockige Comics zu leiten, erzählte Spin: Sie wussten nicht, wie sie etwas verkaufen sollten, das keine Superhelden waren. Daher war ich wütend auf Marvel und verlängerte meinen Vertrag nicht. Der spektakuläre Misserfolg von Marvel Music trug zu einer der dunkelsten Zeiten von Marvel bei.
Das Blindgänger-Label wurde 1995 eingestellt und Marvel meldete im darauffolgenden Jahr Insolvenz nach Kapitel 11 an. Brian Michael Bendis kam im Jahr 2000 als Autor zu Marvel und machte sich schnell einen Namen mit der Arbeit an der Ultimate Spider-Man-Serie. Seine Marvel-Karriere hatte einen fliegenden Start, doch seine Beziehung zu den Fans verschlechterte sich 2004, als ihm die kreative Kontrolle über die Avengers, die mächtigsten Helden der Welt, übertragen wurde. Vom Erfolg seiner Spidey-Serie beflügelt entschied sich Bendis, die Dinge im großen Stil umzukrempeln. Anstatt sich auf den Titel einzulassen, zerlegte er die Avengers, tötete Hawkeye, Ant-Man und Vision und zerstreute die restlichen Teammitglieder. Im Jahr 2018 sagte Bendis zu CBR, einige Fans mochten es und einige hassten es. Es gab eine Menge Diskussionen online und ein Fan sagte zu mir, wir sind Avengers-Fans. Wir kaufen nur Avengers und wir haben keine Ahnung, wer ihr seid. Doch ihr seid gekommen und habt unser ganzes Spielzeug kaputt gemacht. Im November 2017, 17 Jahre nachdem er angefangen hatte, für Marvel zu arbeiten, sprang Bendis von Bord und unterschrieb einen Exklusivvertrag mit DC Comics. Als er ein paar Monate später mit CBR sprach, versprach der neue Superman-Autor, dass er nicht die gleichen Fehler machen würde, die er bei The Avengers gemacht hatte. Er erklärte, es ist nicht so, dass ich die Geschichte von Avengers verändert hätte, doch die Freude, mit der ich Dinge getan habe, hätte ich noch cooler finden können. Nur wenige Wochen nach dem Abgang von Brian Michael Bendis zu DC verließ auch Marvels Chefredakteur Axel Alonso das Unternehmen ohne Erklärung. Der altgediente Autor C.B. Cebulski nahm seinen Platz an der Spitze ein, doch seine Regentschaft war zu einem steinigen Start bestimmt. In der Woche, nachdem er als neuer Chef von Marvel Comics angekündigt wurde, gab Cebulski zu, dass er früher unter dem Pseudonym Akira Yoshida geschrieben hatte. Akira Yoshida war einst eine geheimnisvolle Figur in der Comicwelt, die Mitte der 2000er Jahre durch seine Arbeit für Marvel bekannt wurde, die verzweifelt nach ausländischen Autoren suchten, die authentische Geschichten für das amerikanische Publikum schreiben konnten. Wie sich herausstellte, war Yoshida keineswegs eine frische ausländische Stimme. Cebulski hatte sich als japanischer Autor getarnt, eine komplette Hintergrundgeschichte erfunden und Interviews geführt. Zu den Medien, die es geschafft haben, ein seltenes Interview mit Yoshida zu bekommen, als er noch aktiv war, gehörte CBR. Und der stellvertretende Redakteur der Website, John Avedon, war nicht glücklich, als er von Cebulskis Täuschung erfuhr. Avedon schrieb, eine oder mehrere Personen widmeten sich voll und ganz der Aufrechterhaltung dieser schier endlosen Spur der Unehrlichkeit, um die falsche Aura der Authentizität um den mysteriösen Akira Yoshida aufrechtzuerhalten. Dass Cebulski es endlich zugegeben hatte, ist sicherlich ein kleiner Schritt in die richtige Richtung. Doch der beschädigte Ruf und der Schaden, der den Autoren, Künstlern und Lesern zugefügt wurde, kann Jahre dauern, um ihn zu reparieren. Caught in my own web of lies. Schaut euch eines unserer neuesten Videos direkt hier an. Außerdem kommen bald noch mehr Looper-Videos über eure Lieblingsfilme. Abonniert unseren YouTube-Kanal und aktiviert die Glocke, damit ihr kein einziges Video mehr verpasst.